Preiswerte FIFA-Coins findet ihr bei IG4Hall. Checkt dazu einfach mal die Infobox ab. IG4Hall. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zum großen Comeback von Foot Champions. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter nach 2 Wochen Pause. Letzte Woche ist ja die Weekend League ausgefallen wegen den ganzen Glitches und sowas. Das wurde ja jetzt endlich mal behoben. Und davor die Woche habe ich es leider nicht zeitlich geschafft, alle 40 Spiele zu machen und bin bis Gold 1 gekommen. Und ja, ihr könnt sehen, Leute, wir haben uns für unser Team endlich Pogba leisten können und Kanté in Form. Ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen Münzen von mir selbst in diese Mannschaft hinein investiert, weil es geht einfach nicht mehr, Leute. Wir haben momentan ein gutes Team. Aber ich habe letzte Woche mal mit dem Team von Mo Aubameyang gespielt, mit Ronaldo und so weiter. Das sind einfach Weltenunterschiede zu so einem Team, ne? Und ich will auf jeden Fall auch demnächst mal mit so einem geilen Team spielen und dann mal Foot Champions rasieren. Denn ich denke mal, wir haben viel mehr Potenzial, auch in die Top 100 zu kommen, wenn wir uns da mehr Mühe geben und mit einem geileren Team spielen. Aber ja, ich werde jetzt erstmal gar nichts mehr hinein investieren. Pogba haben uns auf jeden Fall so erspielt, Leute, das kann ich euch garantieren. Da hatte ich ganz genau irgendwie 600.000 Münzen gehabt und der hatte 615 gekostet. Und ja, dann habe ich mir noch Kanté in Form geholt, weil, ja, das muss einfach sein, Mann. Wir müssen langsam Schritt für Schritt vorankommen, weil wenn wir immer alles nur aus eigener Hand machen, dann wird es echt ziemlich lange dauern. Ich werde jetzt versuchen, mit dieser Mannschaft ohne einen Cent mehr hinein zu investieren, weit zu kommen. Und ja, ihr habt euch vielleicht gefragt, warum kommt dort nicht das Footdraft, was ich vor 3 Tagen hochgeladen habe. Und zwar, es liegt daran, Stefan hat ja gestern, beziehungsweise vorgestern, kein Video hochgeladen gehabt und seins gestern gebracht. Und meins wäre dann eigentlich gestern gekommen und deshalb habe ich es einfach gedacht, lassen wir es ausfallen und bringen heute Foot Champions und am Montag bringe ich nochmal Foot Champions, meine letzten 3 Spiele, weil wer will schon Foot Draft sehen, wenn es Foot Champions gibt? Foot Champions ist für euch ganz klar so einer der Lieblingsformate hier auf dem Kanal, muss man einfach sagen, wenn nicht sogar das Lieblingsformat. Und ja, vergewaltige auf jeden Fall jetzt schon mal ordentlich den Like-Button, Alter. Jetzt geht's wieder richtig los. Ich werde euch jetzt meine ersten 3 Spiele zeigen mit dieser neuen Mannschaft hier. Und ja, würde ich sagen, kann's auch direkt losgehen, Leute. So, Leute, und da haben wir unseren ersten Gegner am Start mit Payet. Hat er hier Sanchez, Dembele, Matuidi. Und ja, würde ich sagen, jetzt heißt es wieder Foot Champions. Alles geben! Schieß! Ah. Nein! Komm, Pogba, Junge. Stark, 1-0. Nein, wie geht der da dran, der Perez, Mann? 1-1. Komm, stark, Bolasi, setz dich durch. Mach ihn, jawohl, 2-1. Komm, Bolasi, Junge. Russell, lass dich go. Oh. Stark. Jetzt. Hazard. Bam. Oh. Ja. Zack. Und jetzt. Boom. Ah. Sieg, Leute. Wir gewinnen unser erstes Spiel hier mit 2-1. Und ja, jetzt mal ein bisschen Real Talk. Es muss einfach gesagt werden. Ich finde das mega scheiße. Auch wenn freitags die meisten zocken, ist ja normal, dass dann ein bisschen mehr auf den Servern los ist. Aber dann muss man doch wohl so schlau sein und die Server einfach erweitern, sodass es keine Verzögerungen gibt. Also, jeden, den ich frage, der sagt, Freitag lässt sich das Spiel viel beschissener spielen, als wenn ich Sonntag spiele, weil Freitag logischerweise will jeder spielen und dann sind auch mehr Leute auf den Servern aktiv und das finde ich extrem scheiße. Ich merke das hier sofort, man kann, natürlich kann man spielen und alles, das ist ja schön und gut, aber ich sag mal so, man kann vielleicht 70% von dem geben, was man eigentlich kann, nicht die volle 100%, weil es reagiert nicht so, wie es reagieren sollte. Ab und zu am Wochenende, muss ich sagen, ist es freitags auch perfekt. Aber so oft ist es freitags auch einfach so, dass man nicht vernünftig spielen kann, Alter. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich habe da mit E-Sportlern drüber geredet, mit so vielen Leuten, das sagt jeder. Deshalb, ja, mein Wunsch an EA, bitte erweitert eure Server, weil diese Foot Champions Server sind andere Server als bei Foot Draft oder bei Online Seasons. Und die Server müssen einfach erweitert werden. Das kann ja so nicht weitergehen, oder? Was ich positiv finde von EA, die haben den Latenzbalken von 3 auf 5 erhöht und man kann die Gegner nicht mehr selektieren. Das heißt, guckt euch mal den Gegner hier an, da steht nicht drauf, wann er gegründet wurde, sein Vereinsname steht nicht drauf. Das heißt, man spielt wirklich gegen jeden Gegner, weil voll viele Leute, die auch in der Top 100 sind, die selektieren einfach. Und das war auch ein heiß diskutiertes Thema hier, aber egal. Hier sehen wir unseren nächsten Gegner mit Franck Ribéry, Defoe, Oxlade, Chamberlain, Gündogan, Silva, Thiago. Ja, sieht auf jeden Fall in Ordnung aus, aber wir machen den jetzt platt, Leute. Zweites Spiel, auf geht's. Eieieiei. Oioioi. Na, stark gesehen hier. Oh,
jetzt haben wir richtig Glück, Mann. Endlich haben wir auch mal Glück. Stark, komm jetzt, Pogba. Jawoll, 1-0. Stark, Junge, nein. Hazard startet genau da. Boah, dieser Pass, Alter, meine Güte, ey. Scheiße, jetzt habe ich wieder... Guck mal, das meine ich, ich bin manchmal zu nervös vom Tor. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie kann der nicht rein? Touré, boah, 2-0. Boah, Pogba. Zack, zack, Hazard löst sich, kein Abseits. Zack, unten und 3-0. Ey, guckt euch das an. Pogba, der ist krank, Alter. Seht ihr, das sind diese Spieler, die 600.000 kosten, die ganze Scheiße ausmachen. So. Oh, ja, ja, jetzt geht's aber los hier mit den Skills. Alter. Eieiei. Eieiei, Pogba. Ja, Sterling rennt den einfach davon. Guck mal jetzt. Scheiße, Alter, Digga, mach die Konsole aus. Haha, Leute, ey, 5-0, das nenne ich mal ein Comeback, Alter. Meine Güte, was war das für ein Tor am Ende? Einfach Okocha über den Torwart drüber, den haben wir einfach grundschwindelig gespielt. Am Anfang hatte der echt gut gespielt, hatte sehr gute Chancen gehabt, aber dann noch so ein Tor zu kassieren, zack, boah, einfach perfekt angesetzt, krank. Und dann sehen wir uns gleich bei unserem dritten und letzten Spiel wieder. Und da haben wir unseren dritten und letzten Gegner mit einer Bundesliga-Mannschaft, Chicharito, Konopiljanka, Dembele, Castro. Und ja, Leute, jetzt heißt es nochmal alles geben, aller guten Dinge sind drei, los geht's! Oh! Nein. Ist der schnell? Wer ist das denn? Boah, sehr stark gespielt. Boah, dieser Lupfer. Krankes Tor. 1-0. Nein, ey. Das war zu einfach, Leute. Habt ihr es gesehen? Komm, Bolassi, ey. Chiellini, Mann. Jawohl, Mahrez, 1-2, komm schon. Alter, wer ist denn so schnell? Da startet er, kein Abseits, komm Bolassi, du bist schnell. Jawohl, Alter, 2-2. Nein. Komm, volle Halbzeit, noch das 3-2, schlau jetzt machen, schlau. Boah, nein. Oh doch, der kommt an! 3-2! Dieser Chicharito. Da. Jawohl. Ey. Da. Stark. Hazard. Komm, Junge. Jetzt kommt die Entscheidung, Leute. Mit der Ansage. Hazard. Bam. Hazard. Jawohl, Alter. Wir gewinnen unser drittes und letztes Spiel hier. Auch ganz knapp mit 3-2. Wir hatten auf jeden Fall mehr Chancen gehabt. Der Gegner war aber auch nicht schlecht, muss man sagen, Leute. Und ja, das war's dann hier von unserem großen Foot Champions Comeback. Ihr könnt sehen, wir haben 3 Siege geholt. Ich zeige euch auch natürlich meine ersten 3 Spiele. Nicht, dass einige denken, ich zeige euch hier nur meine Siege. Ihr könnt jetzt sehen, 37 Spiele verbleibend. Das war's dann jetzt auch, Leute. Euer Öni ist raus. Will auf jeden Fall hier wieder für das Comeback die 30.000 Likes hier nach 2 Wochen Pause. Bald auf jeden Fall auch Livestream zu Foot Champions, Alter. Macht euch mal keine Sorgen, dann könnt ihr mal alle Spiele von mir sehen. Und ja, wenn ihr darauf Bock habt, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Und ja, Freunde, ich bin raus. Macht's gut. Wir sehen uns am Montag bei meinen letzten 4 Spielen wieder. Haut rein.